Sowas habe ich noch gar nicht dran gedacht. Donna marschiert. Die hat jetzt geklingelt. Ja, ich krieg freitags immer für unsere Hofmolkerei Joghurt geliefert. Und normalerweise habe ich da immer eine Kühlbox stehen. Aber die hatten jetzt Urlaub und ich habe das total vergessen. Jetzt schnell rein mit den Joghurts. So, ich habe meine Joghurts weggeräumt. Machen wir hier noch die Tür zu, damit die Hitze nicht reinkommt. Meine Donna ist schon wieder weiter marschiert. Es ist 17.30 Uhr und es hat 31 Grad. Donna und ich haben 3 Stunden Mittagsschlaf hinter uns. Oh, aber es tat jetzt auch echt gut. Bin noch ein bisschen wuschig. Noch nicht so ganz da. Von daher auch von den Joghurts erstmal überfordert. Hier liegt mein Mäuschen. Muss ich gerade absuchen, ob sie auf dem Weg dorthin wieder ihre Hinterlassenschaften rausgeploppt hat. Ich gebe euch einfach mal Donna mit Schloss und suche parallel dazu. Aber so wie es aussieht, hat sie nur viel pullern müssen. Ja. Ja, heute hat jemand kommentiert, dass Donna zu viel Leckerli kriegt. Das ist mir auch bewusst, aber sagen wir mal so, ich war froh, dass ich sie habe motivieren können, als sie so schlecht geatmet hat. Und mit der Leckerli geht es halt bei einem Lappi-Mix am besten. Und daher war ich damals echt froh. Jo, und jetzt gucken wir halt, dass wir es ein bisschen reduzieren. Aber das Gute ist halt bei der Donna, dass man ja mit Leckerli sie führen kann. Auch in den Wagen einsteigen, in den Buggy. Für Leckerli macht sie es. Oder die Treppen hoch. Wenn ich auf der 2. Stufe und auf der, was ist das dann, die 9. Stufe, Leckerli lege, ja, da marschiert sie hoch und holt sich die Leckerlis. Würde sie ohne Leckerli nicht machen. Da würde sie dann stehen bleiben, mich angucken und so lange gucken, bis dann die Füße hinten wegrutschen auf dem Fliesenboden. Naja, gut, jetzt habe ich hier was gefunden, was Donna hier mir hinterlegt hat. Das muss ich jetzt einsammeln. Wir grüßen euch hier noch bei wunderschönen blauen Himmel. Einer müden Donna, die noch sich ein Schattenplätzchen gesucht hat. Wir werden relativ schnell wieder reingehen, weil wie gesagt, es ist so gut wie windstill und 31 Grad und es ist uns zwei dann doch zu warm. In der Wohnung haben wir 26, das ist immerhin 5 Grad kühler. Jo, dann nochmal Rundumblick, Turm. Unsere schöne Linde, die Abendsonne. Also hier, das Schloss ist ja im Osten, die Sonne ist jetzt im Westen. Und hier die Seite ist die Nordseite. Gut, also dann grüßen wir euch. Gleich bis heute Abend. Tschüssi!